Herr Eichel, wie kam es zu dem Angebot, Erich Mielke zu spielen? Das ist ja doch eine ungewöhnliche Rolle. Haben Sie lange gebraucht, sich dafür zu entscheiden? Nö, an sich nicht. Wissen Sie, für einen Schauspieler ist es ja an sich immer interessanter, negative Rollen zu spielen oder Rollen, die starke Widersprüche in sich beinhalten, als irgendwelche Gutmenschen, die schön aussehend, schön redend durch den Film sich so lavieren. Und ja, wie kam es dazu? Der Regisseur hat mich, der Jens Becker hat mich angerufen, angesprochen, ob ich Interesse hätte, und hat mir das Buch gezeigt, und da war ich natürlich, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon einen Luftsprung gemacht. Das hat mich schon sehr, sehr gereizt, eben diese Widersprüche bei diesem Mann zu zeigen. Einmal dieser Machtmensch, der über Leichen ging, wenn man es genau nimmt, der irgendwelche unschuldigen Leute geopfert hat, bloß damit die Truppe dann wieder ängstlich normal marschiert. Und auf der anderen Seite einer, der sich ja wie so ein Entertainer volkstümlich gab. Wie in dem Interview, wo er auch sagte, er hat an sich zwei Berufe, Minister und ich übertreibe jetzt mal Komiker. Also das war schon sehr reizvoll zu zeigen, diese Unterschiede. Wobei aufpassend natürlich, dass diese ganze Sache keine Karikatur wird. Das ist ja immer sehr so eine Sache. Das können erstens die Kabarettisten besser, die ich ja auch bewundere, aber wir haben schon Wert darauf gelegt, eben diesen Menschen eben auch als Mensch zu zeigen. Er ist ja auch ein Mensch gewesen. Egal, was er für einen Charakter gehabt hat. Das war für mich an sich so das Interessante. Und interessant war für mich auch noch die Sache mit dem Glauben. Es ist doch so, Herr Mielke beruft sich doch immer auf die Treue zur Partei, zur Liebe zur Partei, zum Glauben. Die Frage ist doch wirklich, man erlebt es, man hat es in der Geschichte erlebt und man erlebt es auch jetzt, zum Beispiel IS im Irak, Syrien und so weiter, dass Menschen meinen, mit dem Begriff Glauben können sie alles machen. Können sie ein Unrecht zurecht erklären, können sie Menschen wie bei der IS den Hals abschneiden und so weiter. Das ist für mich so eine interessante Frage, den Glauben immer als Alibi zu benutzen, um seine Zwecke durchzusetzen. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? Haben Sie viele Dokumentationen gesehen? Ja, vorbereitet. Naja, erstens konnten wir, hat mir der Jens besorgt, sehr viel Tonbänder, was sehr interessant war. Und auch Videoaufzeichnungen, obwohl es da gar nicht, Videosachen gar nicht so viel gab. Denn die Stadtsicherheit hat schon darauf geachtet, dass ihre Leute gar nicht so viel zu sehen sind. Das war ihnen vorher nicht so angenehm. Und ja, vor allen Dingen Bänder und naja, Literatur war ja nicht viel. Da konnte man nicht viel erfahren und so. Aber eben vor allen Dingen diese Tonbänder, die haben mir da schon sehr geholfen, diesen Diktus zu treffen. Wie ich vorhin auch schon sagte, dass bei diesen Tonbändern war es ja auch so faszinierend, dass dieser Mann ja nie ganze Sätze sprach, dass er hintereinander sehr sprunghaft Äußerungen gab, dann im Text irgendwie hing, dann wieder Parteideutsch gesprochen hat und dadurch die Gefahr bestand, dass dieser Mann doch irgendwie IQ-mäßig ziemlich weit unten angesiedelt war. Was wieder für uns eine Gefahr war, wenn wir das so spielen und so machen, wird ja zu ungefährlich. Und das war er ja weiß Gott nicht. Das waren so die Schwierigkeiten bei der Sache. Aber es war alles in allem eine, wie ich vorhin schon sagte, eine teilweise erschreckende, aber auch eine sehr erfüllte Arbeit, erfüllte Erfahrung. Haben Sie vielleicht auch einmal persönliche Erfahrungen mit der Stasi gemacht, die bei dieser Rolle oder bei dem Film eine Rolle spielten? Nö, an sich nicht. Wie ich vorhin auch schon sagte, also da habe ich nur in der Beziehung Glück gehabt, bin da nicht belästigt worden. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch, man hat sich ja so Ausreden schon ausgedacht, falls man angesprochen wird, auch wäre ich in diese Richtung gegangen, dass ich ein Mensch bin, wenn ich dann womöglich mal Alkohol trinke, dann doch alles ausplaudere. Also ich wäre da nicht zuverlässig. So was hatte ich mir schon zurechtgelegt. Aber es war nicht der Fall. Ich bin mal, ja, das stimmt, bei der Armeezeit bin ich mal angesprochen worden von so einem Stabschef,
da war ich schon sehr populär. Die Goldene Grenze, ein Märchenfilm, den wir bei der DEFA gedreht hatten, der lief da gerade. Und auch die Abenteuer des Werner Holt, wo ich auch eine wichtige Rolle spielte. Und da fragte mich mal so ein Stabschef, sagen Sie mal, Genosse Eichel, könnten Sie nicht mal in Ihrer Stube, die 10 Mann, da gibt es so viel Unzufriedenheit und wer da die Querulanten sind. Und das war mir etwas unheimlich. Und da hatte ich aber das große Glück, dass der Oberstleutnant, der Verantwortliche dieser Bereitschaft oder wie das hieß, auf mich sehr fixiert war und meinte, ich sollte Kultur da machen. Und da bin ich furchtig zu diesem Mann gegangen. Hören Sie mal, sowas kann ich nicht, Genosse Oberstleutnant. Der hat gesagt, ich soll da. Und da hat er gesagt, Genosse, Sie machen hier Kultur und sonst nichts. Und damit war die Sache an sich, das war vielleicht wirklich mein einziges, denn ich hatte vorhin mal überlegt, weil ich die Frau vorhin schon mal bekam, mein einziges Erlebnis in der Richtung, ja. Der Film, also die Spielfilmszenen insbesondere, spielen ja hauptsächlich in der Wendezeit. Sind da bei Ihnen auch eigene Erinnerungen an diese Zeit wieder hochgekommen? 89, 90, 91? Ach, an sich, es ist doch schon jetzt eine ganze Weile her. Viele Jahre und so. Also Erinnerungen sind da mir nicht mehr gekommen. Gewiss gab es da auch so eine Sache, das stimmt schon. Wir Schauspieler beim Fernsehen, wenn wir mal oder wenn wir Theater im Westen spielten oder Filmaufnahmen im Westen hatten, dann, aber das war schon normal, dann wussten wir von unseren Nachbarn schon immer, da waren wieder welche und haben nachgefragt, wie ihre Ehe geht, ob dann alles in Ordnung ist, weil ich zu Filmaufnahmen nach West-Berlin musste. Und so war es auch, wo dann 89 die Wende kam. Ich wohne in Staffelde, der nächste Ort ist Schwante und dort wurde die neue SPD gegründet. Und in diesem Staffelde wohnten mehrere Schauspieler und dass da jeden Tag irgendwelche weißen Wartburg standen und uns beobachtet hatten. Hatten vermutet, vielleicht die Schauspieler würden mit dieser neuen SPD sympathisieren oder was weiß ich. Aber das waren alles Sachen, die wir, haben wir eigentlich mehr gelacht drüber. Der Film kommt jetzt im November ins Kino. Haben Sie den selber schon gesehen, den fertigen Film? Ja, habe ihn schon sehr früh. Der Jens, der Regisseur, hat mir da eine Kopie gegeben und habe ihn gesehen und war auch sehr zufrieden, angetan, begeistert. Schon begeistert auch, man muss immer vorsichtig sein, man will sich ja nicht selber loben. Aber er ist gut gemacht, der Film, richtig gut gemacht. Es war auch eine Einheit zwischen Dokumentarfilm und Spielszenen und das ist voll aufgegangen, fand ich. Sind Sie mit der Darstellung, mit Ihrer Darstellung des Erich Mielke sehr zufrieden, ja? Ja, glaube ich schon. Ich meine, es gab vorher noch Bücher, da waren noch mehr Szenen drin. Ein Schauspieler will ja immer noch mehr spielen, das wäre schön, wenn die auch noch drin gewesen wären, aber das ging wohl nicht, und ist klar, aus Zeitgründen und auch finanziell, ist ja klar, das würde ja dann wieder alles noch teurer werden, es war ja nur ein bestimmtes Budget vorhanden. Ja. Gibt es schon neue Projekte, worüber Sie sprechen können? Naja, gibt es schon, aber das sind wieder so Projekte, wie man so schön sagt, darüber spricht man nicht. Und sonst, naja, ich arbeite auch sehr viel als Synchronsprecher. Habe gerade jetzt wieder den Robert Redford synchronisiert, der ja in dem neuen Film hier, wie hieß der, Picknick mit Bären, mit dem Nick Nolte zusammenspielt. Synchronisiere jetzt wieder eine Serie mit dem Patrick Stewart und habe auch Dennis Hopper synchronisiert und Bo Bridges und Richard Dreyfuss. Also das ist auch bei mir so ein Standbein, was mir auch sehr viel Spaß macht, synchronisieren. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.